Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple News wieder am Start und zwar in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um eine kleine neue Uhr. Klein ist gut, die ist ziemlich groß, wie man das Ganze hier so sieht. Und zwar von X-Rex. Da hatte ich ja in der Vergangenheit schon mal die ein oder andere Uhr entweder für die Garage oder für den Garten geholt. Jetzt an der Stelle gibt es natürlich wieder Neuerungen und es gibt wieder neue spannende Geräte. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie ich hier direkt das Ding rausgehebelt bekomme. So, das machen wir auch mal. Um einfach mal direkt innen reinzuschauen. Die gibt es ja wirklich in verschiedensten Formen, Farben und Variationen. Und hier ist es an der Stelle erstmal soweit, muss ich erstmal reingreifen können. Oh, ist das Ding fest in der Packung drin. So, da ist es. Sehr, sehr gutes Polster, damit auch nichts passieren kann. Für die Otto-Normalliebhaber ist das hier wahrscheinlich das bessere System. Wir haben ein klares Display, 24-Stunden-Anzeige, Temperatur ist mit eingebaut, also ein Thermometer, Fahrenheit oder Grad Celsius. Und wir haben auf jeden Fall nochmal eine Batterie als Absicherung, falls wir Stromausfall haben. Die gibt es in Schwarz, Blau, Weiß oder Pink. Ich habe mir jetzt das ganz normale organische Weiß genommen, weil es einfach praktischer ist. Kalender ist drin, Tagesanzeige. Und wir können das Ganze entweder per Stand aufstellen oder an die Wand hängen. Wir haben auch noch einen Countdown oder eine Stoppuhr, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Müssen wir nochmal gucken. Das Schöne ist, die hat halt ein sehr großes Display, also auch für ältere Leute gut geeignet. Dementsprechend werfen wir mal einen Blick drauf. Wir haben auch hier nochmal eine Montierplatte, wie weit alles auseinander sein muss. Wir haben sogar auf der Rückseite die Möglichkeit, das Ganze ganz, ganz einfach zu benutzen und zwar mit den Batterien. Das heißt, wir haben einmal hier die Batterien drin, falls Stromausfall ist und hier einmal die Batterien drin, damit wir das Ganze dementsprechend auch nur mit Batterien betreiben können. Das ist schon mal ein wirklich sehr großer Vorteil. Bei den anderen Uhren war das halt immer so, dass man ein Netzteil benötigt hat. Hier ist es jetzt wirklich nicht mehr der Fall und das ist natürlich umso besser, um die Uhr irgendwo zu montieren an der Wand oder so, wo man halt nicht regelmäßig ran muss. Ansonsten, hier gibt es jetzt auch in dem System keine Fernbedienung. Es gibt ja auch Uhren, die haben eine Fernbedienung dabei, aber halt mit Netzteil. Hier stellst du alles separat ansonsten nochmal ein, was du benötigst. Jetzt gucken wir erstmal, hier hinten haben wir den Stand. Den können wir rausklicken in verschiedenen, geht das in verschiedenen, ja, kann man tatsächlich in verschiedenen Stufen aufstellen. Dann steht die meinetwegen so auf deinem großen Tisch. Wenn der ältere Opa im Sessel sitzt und natürlich nicht mehr gut gucken kann, ist es für ihn ganz praktisch, wenn er die Uhrzeit dann auch wieder selber ablesen kann, anstatt andauernd zu fragen. So, das hinten, wie gesagt, gucken wir uns gleich an. Ich gebe erstmal Strom drauf, das heißt Batterien richtig rein und Feuer frei. So, ich habe jetzt einfach mal direkt den Test gemacht und wollte mal sehen, bei so einem großen Display weiß man ja nicht, wie lange die Akkus oder die Batterien halten. Genau deswegen habe ich jetzt auch mal geschaut und habe von Amazon die Akkus genommen. Die haben ja 1,2 Volt und haben ja maximal eine Ladespannung von, ich glaube, 1,35 Volt oder so. Und dann kann man sie auch hier ohne weiteres betreiben. Ihr seht es jetzt hier, ein schönes großes Display. Das ist wirklich super. Hier oben, wie gesagt, das ist nur dafür da. Das sollten auch normale Batterien sein, keine Akkus in meinem Fall jetzt hier. Oder sind ja keine Akkus, aber das sind die Akkus und hier würden die normalen Alkaline drinne bleiben. Und dann wäre das ganz praktisch, um halt zu sehen, was da so... Hä? Geht das? Doch, geht richtig zu. Jetzt habe ich schon Schreck gekriegt. So, damit, wenn jetzt irgendwann mal die Batterie ausfällt, dass das Ganze funktioniert. Jetzt ist es an der Stelle aber so, wir müssen hier höchstwahrscheinlich die Uhrzeit gar nicht selber einstellen, denn das ist per Funk oben angebunden. Das heißt, das ist ja eine Funkuhr, ist mir jetzt gerade auch wieder aufgefallen, wo ich das Symbol sehe. Wir haben hier unten jetzt Monat, die Uhrzeit und alles und so weiter und so fort drinnen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich bloß mal schauen, wie lange das jetzt dauert, bis der ungefähr die aktuelle Uhrzeit drinne hat. Und dann müsste der sich selbst eingestellt haben, ohne dass ich was dazu tun muss. Okay, warum hat er gerade einen Ausfall gehabt? Hä? Hier, irgendwas stimmt hier hinten noch nicht. Passen die Akkus hier nicht so gut rein wie die Alkaline? Das wäre ja wirklich ein Witz, sind die dünner? Der Deckel ging ja eben schon richtig, so richtig zu 100% drauf. Aber wir warten jetzt mal ab. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt hier was wird oder nicht. So, bei mir hat es jetzt exakt 2 Minuten und 20 Sekunden gedauert. Und dementsprechend hat sich jetzt die Funkuhr also selbst kalibriert. Ich hatte euch das Ganze jetzt, während ich jetzt hier erzähle, nochmal ganz kurz im Zeitraffer eingeblendet. Also es funktioniert wirklich sehr gut. Batterien hinten einfach nur einlegen und dann warten. Und sobald das Symbol hier oben blinkt, dann hört der Turm auf zu blinken und nur die Funkwellen blinken. Dann funktioniert es perfekt. Und jetzt ist es 10.40 Uhr. Hier ist es heute der 9.1. Wir haben dementsprechend jetzt hier den Dienstag. Wir haben 18 Grad hier oben. Perfekt. Also das funktioniert hervorragend. Also ich bin auf jeden Fall begeistert, dass das schon mal so weit funktioniert. Normalerweise müsste ich jetzt gar nicht mehr großartig was erklären, denn wir haben ja eine Funkuhr. Sollte das Ganze mal nicht funktionieren, was ja mal der Fall sein kann. Ich habe erst gedacht, das liegt an den Akkus. Ich drehe sie jetzt mal ganz vorsichtig rum
und wir gucken nochmal hinten mit rein. Ich habe es jetzt extra so gemacht, dass ich jetzt hier oben zum Beispiel nur den einen Akku drinnen lasse, den anderen habe ich extra... Perfekt. Den anderen habe ich extra rausgelassen, damit die Uhrzeit sich jetzt wieder von Anfang an resetten kann. Jetzt muss sie das anscheinend sowieso wieder. Sollte das aber der Fall sein, dass jetzt hier oben beide Batterien drin sind, als Beispiel, zeige ich euch jetzt nochmal. Ich weiß nicht, irgendwie sind meine Akkus hier anscheinend doch ein bisschen zu fett. Dann, pass auf, wir drücken das jetzt hier mal rein. Ich halte mal ganz kurz gegen. So, pass auf, jetzt startet er wieder bei 0. Ich lasse den jetzt einfach nochmal in die Uhrzeit reingehen. Dazu muss ich bloß loslassen, dass es mit den Batterien wieder passt. Und wenn es dann soweit ist, dann ziehen wir nochmal eine Batterie raus und dann zeige ich euch die Funktion der Notfallbatterie. So, jetzt ist es wieder soweit. Die Uhr hat sich nochmal neu gestellt. Ich zeige euch jetzt mal den ganzen Spaß, wenn wir jetzt hier hinten nochmal an dem Akku dran rumrütteln, warum auch immer der hier nicht richtig drin sitzen möchte. So, jetzt ist er wieder aus. Ja, wir haben hier oben die beiden Batterien nach wie vor drinnen und drücken jetzt hier wieder den Akkustrom rein. Und siehe da, die Uhr hat gespeichert, wie spät es war. Das Funksymbol greift aber auch jetzt nochmal ab in Frequenz von 1 Hertz, ob die Uhrzeit noch aktuell ist. Ansonsten läuft die im Hintergrund weiter und wird immer alle 24 Stunden einmal nochmal neu überprüft nachts, wie man das so von jedem anderen Funkwecker kennt. Also das finde ich schon mal mega cool und mega praktisch. Also ich habe jetzt bei mir auch das Problem gefunden, entweder sind die Akkus wirklich ein bisschen zu fett hier, was ja wirklich sein kann, weil guckt euch das mal an, wenn ich hier immer drücke, dann wollen die hier natürlich nicht richtig im Gehäuse sitzen bleiben. Und wenn ich das Ganze jetzt hier versuche, natürlich mit meinem Deckel abzudecken, klappt das bei meinen Akkus nicht so sehr. Bei den GP Alkaline war das ja kein Problem. Die haben ja perfekt drinnen gesessen. Das heißt, je nachdem, welche Akkugröße ihr verwendet, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen enger. Aber gut, ich meine, es funktioniert ja trotz alledem auch. Man kann die Uhr dann, wie gesagt, hier hinten an den Haken direkt aufhängen. Man kann sie hinstellen. Wir haben jetzt hier eine Timer-Funktion, eine Snooze-Funktion und natürlich eine Weckfunktion, wobei wir hier keinen so coolen Wecker drin haben. Wir werden aber auch gleich nochmal direkt reingehen in die Einstellungen. Wenn ich jetzt auf 12 oder 24 Stunden Wahl gehe, drücke ich hier hinten einfach nur den einen Knopf und dann kann ich natürlich so einstellen, ob ich das mit 12 oder 24 Stunden haben möchte. Das ist wirklich eine Katastrophe. Gut, dass die beiden Ersatzbatterien hier oben nochmal drin sind. Das heißt, hier habe ich gedrückt und dann kann ich das hin und her stellen. So, wenn ich jetzt hier direkt auf Settings gehe, falls bei euch aus unerklärlichen Gründen die Funkuhr nicht funktionieren sollte, gibt es hier die Settings-Taste, also Einstellungen. Da drücken wir jetzt einfach mal drauf. Da können wir dann einstellen, ob der Tag auf Deutsch, Englisch oder einer anderen Sprache angezeigt werden soll. Dann können wir das Datum einstellen, dann hier unten nochmal Monat, Tag oder auch, wie gesagt, die Uhrzeit. Und wenn das alles passt soweit, sind wir einmal durch mit drücken. Und jetzt habe ich bei mir hier statt Monday, Tuesday, habe ich Montag, Dienstag drin stehen als Tag. Hier unten wechselt jetzt weiterhin das Datum und natürlich die Temperatur, was die ganze Zeit jetzt so ist, was sehr praktisch ist. Dann gucken wir uns mal die weiteren Funktionen an. So, wir haben dann noch die Möglichkeit, zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit einzustellen. Das funktioniert also so, wir gucken jetzt mal ganz kurz, Grad Celsius oder Grad Fahrenheit kann ich individuell hinten drücken und bin dann in dem richtigen Menü drin. So, ganz unten haben wir dann noch die Timer-Taste, da drücken wir dann einmal drauf und wenn wir da drinnen sind, dann sehen wir schon, es geht entweder auf die Uhrzeit oder auf den Timer. Wenn ich jetzt mal gucke, lasse ich den Timer einmal auf... Ah, okay, ich muss also gucken, wo ich hier direkt drücke. Ich bin jetzt von unten ausgegangen, da ist der Timer. Ich drücke die zweite Taste von unten und dann kann ich hier einen Timer stellen, genau. Also hier einmal die Sekunden oder natürlich jetzt hier auch die Minuten oder die Stunden, je nachdem wo ihr drückt. Und wenn ihr das Ganze loslaufen wollt, müsst ihr ganz oben drücken und jetzt läuft der Timer sozusagen 3 Stunden herunter und dann fängt es an zu klingeln. Wir machen das mal mit einem kürzeren Zeitrahmen. So, um das Ganze dann wieder zurückzusetzen und jetzt nicht 3 Stunden warten zu müssen, müssen wir die Plus- und die Minus-Taste sozusagen gleichzeitig gedrückt halten. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen also nochmal drauf und, ach so, das hat schon funktioniert. Perfekt, da sind wir dann auch schon direkt drinnen. Und dann können wir hier 1 Sekunde einstellen, 1 Minute einstellen und wir gehen dann irgendwo hier oben drauf. Und wenn ich ganz oben gedrückt halte, dann zählt er mir jetzt sozusagen 1 Minute runter und dann warten wir mal auf das Gepiepe. So, da ist es dann soweit. Der Timer läuft jetzt ab und wir hören mal direkt rein. Ja gut, das kann man sich an der Stelle dann auch sparen. Also das ist ganz normal das Timer-Gepiepe. Hören wir uns doch jetzt mal die Wecksounds. So, wenn wir dann hier statt dem Timer wieder zurückgehen, gehen wir natürlich auf Alarm. Das ist die zweite Taste von unten. Wir haben leider nur einen Alarmmodi. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, hier konnte es auch nochmal anders klingeln. Ansonsten können wir jetzt hier direkt weitergehen, können jetzt hier oben sozusagen den Alarm direkt einstellen. Dann stellen wir die Uhrzeit ein, meinetwegen welche Uhrzeit wir wünschen. Um 6:01 Uhr bestenfalls. Dann wollen wir das Ganze einmal wiederholen oder wollen wir das öfters wiederholen.
Und halt, jetzt habe ich völlig, bin ich aber völlig verkehrt im Menü gelandet. 6.01 Uhr, wie gesagt, mit dem ersten Alarm. Dann können wir das Ganze bestätigen. Und wenn das Ganze dann so sein soll, wie es ist, dann muss ich selber noch mal ein paar Mal tippen. So, zack, dann ist der auf eingeschaltet, dann sieht es da oben so aus und dann piept der Wecker halt so, wie ihr es gerade gehört habt. Das würde ich jetzt natürlich nicht wollen. Das heißt, wir stellen den erstmal wieder aus. So, das war es eigentlich jetzt auch schon. Also ich muss sagen, das Display ist wirklich schön groß. Wenn man das jetzt mal vergleichen will, wir nehmen mal jetzt hier als Beispiel, ja, was ich jetzt hier so griffbereit habe, eine Powerbank oder ein Smartphone. Dann habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5 Smartphones, so groß ist das Display. Das macht auf jeden Fall schon mal Sinn und wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze jetzt hier wunderbar aus der Ferne auch nochmal zu betrachten. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze im Garten unter der, unter der Hollywood-Schaukel hätte ich fast gesagt, nein, unterm Dach zu befestigen, beziehungsweise im Bungalow oder natürlich bei euch in der Stube, je nachdem, wo ihr es haben möchtet. Dafür ist es auf jeden Fall echt praktisch. Es hat also 13,4 Zoll ein großes Display. HD-Display wird das Ganze beworben. Atomic Digital, die Atomzeituhr sozusagen, wird dann immer damit eingestellt. Wir haben den Timer, die Uhr und den Wecker. Das haben wir jetzt hier gesehen. Die Snooze-Funktion für Langschläfer, die gerne nochmal von dem Piepen geweckt werden wollen. Also ich würde mir das Ding dekomäßig wirklich nur hinstellen, um einfach mal hier eine schöne große Uhrzeit irgendwo zu sehen. Dann wird der ganze Spaß natürlich perfekt. Und das Ding kostet jetzt im Moment 38,99. Es ist halt eine riesengroße Uhr. Natürlich gibt es auch Uhren, wo man ich sag mal, Quarzblatt hat. Und dementsprechend sieht man dann einfach nur, wie der Zeiger tickt. Die gibt es für 5 bis 10 Euro. Oh, aber hier haben wir halt eine Funkuhr, die halt mehrere Modi hat. Die ist batteriebetrieben. Das Ganze läuft sogar mit Akkus, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Und ihr könnt sie hinstellen, wo ihr wollt. Muss man immer selber wissen. Ich finde es ganz praktisch als Digitaluhr mit einem riesengroßen Display. Sowas findest du halt nicht überall, sondern meistens immer nur so ein kleines Display, wie hier zum Beispiel. Dann siehst du da nicht sonderlich viel drauf. Kannst zwar die Uhrzeit lesen, aber wenn du schlechte Augen hast und Brillenträger bist, ist es wahrscheinlich besser im Alter, wenn du eine große Uhr an der Stelle benutzt. Wie die jetzt hier. Unter anderem gibt es da welche, die dann leuchten oder nicht. Die leuchtet jetzt hier nicht. Wir gucken uns aber auch nochmal eine bunte Uhr an mit RGB-Effekten im nächsten Video. Die fängt dann auch wieder an mit Leuchten und funktioniert dann auch nur mit Netzteil. Das Ding verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis dahin, auf Wiederschauen!